Lieber Herr Präsident, meine Damen und Herren, vorab, auch ich freue mich, dass die Kolleginnen und Kollegen der Piraten dem Antrag beigetreten sind. Das ist ein starkes Signal in meine ostwestfälische Heimat, dass wir nämlich gemeinsam, wie schon beim letzten Mal, da mit anderen Partnern, damals war es die FDP, für die Weser uns einsetzen wollen. Meine Damen und Herren, wir müssen bis allerspätestens 2027 den guten ökologischen Zustand unserer Oberflächengewässer, im Übrigen auch unseres Grundwassers, gewährleisten. Das sieht die Europäische Wasserrahmenrichtlinie vor. Wir hätten das im Übrigen schon bis 2015 schaffen müssen. Und es ist eigentlich für ein wohlhabendes Industrieland wie Deutschland ein Armutszeugnis, dass wir das nicht geschafft haben. Aber wie gesagt, bis 2027 müssen wir es allerspätestens geschafft haben. Es gibt noch eine zweite Frist, 2021, und es wäre aller Mühen wert, dieses Datum bereits dann zu erreichen. Und der gute ökologische Zustand bezogen auf die Weser bedeutet, dass wir sowohl die chemische Zusammensetzung des Wassers als auch den morphologischen Zustand der Weser, das heißt also die geologischen Gegebenheiten dieses wunderbaren Flusses, wiederherstellen müssen. Und deswegen werden wir nicht zulassen, dass die Weser zu einem Salzgewässer wird, und vor allen Dingen werden wir nicht zulassen, dass die Weser zu einem Abwasserkanal für einen weltweit agierenden Düngemittelproduzenten wird. Meine Damen und Herren, wir haben vor, ich habe darauf hingewiesen, ungefähr einem Jahr, es war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der letzte Antrag vor der Sommerpause, den wir hier beschlossen haben, fraktionsübergreifend ein Bekenntnis für die Weser abgelegt. Und wir haben damals eine ganze Reihe von technischen Maßnahmen vor Ort beim Produzenten hier miteinander beschlossen und vorher natürlich auch diskutiert. Und deswegen freut es unsere Fraktion, freut es uns als Koalitionsfraktionen und mich auch persönlich sehr, dass eine ganze Reihe von den Maßnahmen, die wir hier aus Nordrhein-Westfalen heraus gemeinsam beschlossen haben, auch jetzt im Masterplan Salzreduzierung sich wiederfindet. Maßnahmen wie beispielsweise, der Kollege Berghahn hat davon auch schon gesprochen, Maßnahmen wie beispielsweise auch die Haldenabdeckung, damit gar nicht erst dort, wo produziert wird, in Thüringen und in Hessen, durch Niederschläge, und wir sind ja im Moment gebeutelt von Niederschlägen, große Mengen an Salzwasser in die Weser bzw. in Thüringen in die Werra eingespült werden. Und diese Vor-Ort-Maßnahmen sind eine praktische Maßnahme, die dem dienen, was wir in der Umweltpolitik ohnehin zum bestimmenden Maßstab machen müssen unseres politischen Handels, nämlich das Verursacherprinzip anwenden. Es kann ja nicht sein, dass diejenigen, die für die Schäden gar nicht verantwortlich sind, am Ende die Zeche für diejenigen zahlen, die die Gewinne, dadurch, dass sie die natürlichen Güter unserer Kinder und Kindeskinder benutzt haben, verschmutzt haben. Das werden wir nicht akzeptieren, und darum ist das Verursacherprinzip auch ein Beitrag zur Umweltgerechtigkeit. Meine Damen und Herren, wenn wir den Blick nach vorne richten, machen wir mit diesem Antrag auch klar, dass wir weiterhin eben vor Ort Maßnahmen fordern. Dazu gehört, wie wir in dem Antrag auch noch mal formuliert haben, die Etablierung eines Systems, um möglichst viele von den entstehenden Salzabwässern vor Ort technisch einzufangen oder eben zu vernichten, damit sie gar nicht erst eingelagert werden müssen und schon gar nicht in die Oberflächengewässer eingelangen. Welche Verfahren das am Ende sein werden, dazu gibt es sicherlich noch einen guten Wettbewerb. Da gibt es das KUTEC-Verfahren. Es gibt eben auch bestimmte Membrantechnologien, die man übrigens auch hier in Nordrhein-Westfalen, beispielsweise an der Fachhochschule in Köln, erforscht. Da müssen wir schnell Fortschritte machen, damit wir diese Maßnahmen dann auch dort vor Ort einsetzen können. Was wir aber keinesfalls, und da komme ich noch mal auf die Passage von eben zurück, zulassen werden, ist, dass wir eine
ein Bypass, eine Pipeline in die Weser oder Oberweser hineinlegen, um sozusagen die Weser dann doch schleichend in einen Abwasserkanal zu verwandeln. Dem werden wir uns entschieden entgegensetzen. Und deswegen heißt es ja auch in unserem Antrag, jedwede andere Form einer Oberweser-Pipeline, die den Zielwert für Bofzen von 300 Milligramm Chlor pro Liter, das ist die sogenannte 90-Perzentile, in Frage stellt, werden wir verhindern. Und das gilt, und das bekräftigen wir hier auch noch mal, das bin ich letztendlich, liebe Sigrid Behr, sind wir auch unserer ostwestfälischen Heimat auch schuldig. Und deswegen werden wir weiter entschieden an der Seite der Bürgerinitiativen und der Lokalpolitiker darum kämpfen, dass die Weser ein wirklich liebenswerter Fluss wird und die Angler da in Zukunft auch weiter Süßwasserfische fangen können und eben nicht den Hering daraus ziehen. In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu dem Antrag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Markert.